Würden Sie eigentlich gern mal ins All fliegen, liebe Zuschauer? Alexander Gerst will das bereits zum zweiten Mal übrigens. Und wir haben uns bei Prominenten umgehört, ob so ein Trip in die unendlichen Weiten auch für Sie in Frage kommt. Gleich mehr auch dazu in der Sendung und damit herzlich willkommen zu Brisant. Das hier war mal ein Haus. Viel ist nicht mehr übrig geblieben, wie man sieht. Was gestern Abend in Himmelstadt in Unterfranken passiert ist, ja, das wünscht sich niemand. Mitten in der Stadt ist dieses Wohnhaus explodiert. 4 Menschen wurden verletzt. Wie stellt man seine Torwart-Ehre wieder her? Eine Frage, die vor allem Loris Karius beschäftigt, den Pechvogel vom Champions-League-Finale. Wir erinnern uns kurz, der deutsche Torhüter vom FC Liverpool war die tragische Figur bei der 1:3-Niederlage gegen Real Madrid. Ja, der 24-Jährige patzte gleich 2-mal, versank dann weinend im Rasen von Kiew und wurde nach dem Spiel auch sehr, sehr heftig attackiert, muss man sagen. Jetzt könnte es aber eine Antwort für den Grund dieser gravierenden Fehler geben. Bald ist Urlaubszeit, Entspannung, mal nicht über die großen Sorgen und Probleme unserer Welt nachdenken. Kompliziert wird es allerdings, wenn am Ferienort wie der Insel Langeoog die Probleme schon angekommen sind. Großes Thema, der Klimawandel und die Folgen. Ja, mal abgesehen von Donald Trump bezweifeln die wenigsten, dass was geschehen muss, damit nachfolgende Generationen eben nicht unter dem Klimawandel leiden. Ganz Mutige nehmen jetzt das Heft selbst in die Hand und wollen die Europäische Union verklagen. Die gesetzten Klimaziele greifen ihrer Meinung nach viel zu kurz. In der eigenen Wohnung ist man eigentlich sicher, oder? Zumindest denkt man das ja. Auch ein Rentner in Dortmund dachte das wohl, aber genau dort ist er überfallen und verletzt worden so schwer, dass er starb. Ja, und der mutmaßliche Täter kommt wohl aus der Nachbarschaft. Übler Scherz oder doch große Gefahr? Ein Polizeieinsatz in einer Schule hat heute für Aufregung gesorgt. Dazu jetzt mehr in den Meldungen des Tages für Sie. Wie groß ist das alles eigentlich über uns, also das Weltall? Und würde Sie es mal reizen, dahin zu fliegen? Mehr dazu jetzt in Brisant Prominent. Ja, und genau diese Frage haben wir Prominenten gestellt. Also einmal All, wie sieht's aus? Himmel oder Hölle? Sofort. Ja, und einer, der nicht raus ist, der rein will ins Weltall und für den es nicht nur ein Traum ist, sondern auch Job, ist Alexander Gerst. Morgen bricht Astro Alex das 2. Mal auf zur internationalen Raumstation ISS, um dort das Kommando dann zu übernehmen. Und da gibt es Rituale, meine Herren. Es wird zum Beispiel vorgeschrieben, wie lange er die kommende Nacht schlafen darf. Anschließend wird er komplett mit Desinfektionsmittel eingerieben, also nach der Dusche natürlich. Und dann kann es auch fast schon losgehen. Von einem der Ausziel auszieht, das Weltall zu erkunden. Drücken wir die Daumen, dass alles gut geht beim Start morgen. Jetzt kommt ein Bild aus der Rubrik Mein Gott, war das schön. Falls Sie die beiden nicht gleich erkennen, das sind tatsächlich Andre Agassi und Steffi Graf vor 26 Jahren. Ja, da haben beide Tennis vom Feinsten gespielt und Wimbledon gewonnen. 9 Jahre später erst wurden sie dann ein Paar. Fast schon schüchtern und zurückgezogen leben sie mit den beiden Kindern in den USA. Und verliebt sind sie bis heute, das haben sie einmal mehr in der Stadt der Liebe gezeigt. Ja, und auch die beiden werden wohl gefeiert werden heute. Er ist alles andere als kompromissbereit, eher neurotisch und gilt als John McEnroe der Anwaltswelt. Der Tennisspieler, der immer alles in Frage stellte, Sie werden sich vielleicht erinnern. Doch dieses exzentrische Auftreten lieben die Fans der Serie Falk hier im Ersten. Ja, und einer seiner prominentesten Fans ist jemand, der für jeden Spaß zu haben ist, Roberto Blanco. Und wenn man dann die Chance bekommt, mal mitzuspielen, dann sagt man nur allzu gerne ja. Roberto Blanco in Falk, 20.15 Uhr. Hier bei uns im Ersten legen wir Ihnen ans Herz für heute Abend. In den 90er Jahren musste man sich entscheiden, liebe Zuschauer, welche Boygroup man hip fand und welche nicht. Es gab einfach sehr, sehr viele, wie die Backstreet Boys zum Beispiel, die Mutter aller Boygroups für viele. Nicht nur wegen der extravaganten Videos. Ja, das ist schon in der Tat ein paar Jährchen her. Und jetzt dürfen sich aber alle Fans riesig freuen, denn die Backstreet Boys sind wieder da. Ich sage nur Ohrwurmgarantie und eine Tour soll es auch noch geben. Na, wer sagt's denn? Wo bitte steckt Melania? Ist sie entführt worden, gar geflüchtet vor ihrem Ehemann? Oder gab es etwa dubiose OPs? Die Spekulationen reißen nicht ab um die Gattin des US-Präsidenten. Dieses Bild hier stammt von einem ihrer letzten öffentlichen Auftritte übrigens vor mehr als 3 Wochen. Seitdem ist Melania Trump von der Bildfläche verschwunden. Ja, wann gab es so etwas schon einmal, dass eine First Lady so lange nicht zu sehen ist? Ja, und dann ging er los. Der Melania Countdown. Wann taucht sie wieder auf?
Jetzt aber ist es soweit. Ja, und wir nehmen jetzt auch eine Auszeit, zumindest bis morgen. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen, denn das war's schon von Brisant für heute. Wir sagen Tschüss. Morgen gibt es um 17:15 Uhr und hier geht es jetzt weiter mit Gefragt, Gejagt. Ihnen noch einen ganz tollen Abend. Machen Sie es gut. Ciao.